Herzlich willkommen beim heutigen Open Rallye-Abend. Heute wird es um Mystik gehen und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Kollegen von der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule, die ja eine interreligiöse Hochschule ist, begrüßen darf. Guntram Ferstl, der für den Buddhismus lehrt, und Galip Stanfel, der ein muslimischer Kollege ist. Herzlich willkommen. Wir haben ausgemacht, dass Guntram anfangen darf, deswegen übergebe ich jetzt an dich, lieber Guntram. Und freue mich auf eure Ausführungen. Bitte schön. Ja, danke vielmals für die Einladung. Also ich habe im Rahmen der KPH vom Buddhistischen Institut aus ein 2,5-jähriges Forschungsprojekt durchgeführt, das ich jetzt euch gern vorstellen möchte. Das Thema ist Mystik in der öffentlichen Schule. Und sie geht also der Frage nach, was kennen die Schüler, was wissen die Schüler über Mystik und was wissen Lehrer und speziell die Religionslehrer und wie sehr hat das überhaupt Platz in der Schule? So. Meine Herangehensweise ist stark natürlich auch vom Buddhismus her begründet durch die viele Meditationspraxis. Da passiert auch einiges in der Meditation und ja, aufgrund der eigenen Erfahrung bin ich auch da stark angefixt, jetzt mal sagen, da in der Richtung auch zu forschen. Habe mich immer sehr interessiert auch für die christliche Mystik, auch die islamische und andere Formen, auch im Yoga. Und ja, also das ist ein Thema, das mich schon lange begleitet und interessiert. Und das möchte ich jetzt euch kurz vorstellen, dieses Projekt. Jetzt möchte ich nochmal schnell die Präsentation freigeben. Ich hoffe, das klappt soweit. Und da ist sie da? Okay. Also dann nochmal eins zurück. Ja, das Start. Genau. Also man sieht die drei Traditionen in etwa, um die es speziell geht, aber die Studie wurde so angelegt, dass der Mystikbegriff interkonfessionell verstanden wird, aber jetzt in Österreich sind das die Hauptreligionen, also die christlichen und die islamischen Religionsgemeinschaften, aber das ist ja sehr marginal, aber das ist eben mein Haupthintergrund, der theoretische. Was soll uns erwarten? Ganz kurz diese Übersicht, also ich möchte kurz auf den Forschungsstand eingehen, die Forschungsfragen, die habe ich kurz schon erwähnt, das Forschungsdesign, also wie ich versucht habe, da in etwa mal stichprobenartig einzutauchen in die Schullandschaft, dann werden wir die Mystik-Flot definieren, schauen, was Experten dazu meinen, auch kommt es aus den Interviews heraus und dann gehen wir auf die Klassen ein, wie ich die befragt habe, wie die Ergebnisse ausschauen, auch die Ergebnisse von den Studenten und Lehrerinnen und was so die wesentlichen Erkenntnisse sind. Dann kurz zum Forschungsstand, also in der Richtung spezifisch gibt es eigentlich noch nichts, was man geforscht hat, ist im Bereich der Spiritualität. Also da gibt es eine relativ neue Studie aus dem Jahre 21, wo man über Online-Befragungen Lehrer untersucht hat, wie sie Spiritualität verstehen und was das in ihrem Leben auch für einen Platz einnimmt. Aber jetzt nicht spezifisch, was interessiert die Schüler und auch nicht spezifisch auf die Mystik zugeschnitten. Einen schönen Ansatz gibt es aber von Misrab Polab, ein islamischer Theologe, Religionspädagoge, der den Sufismus als Modell vorstellt, den als religionsmoralpädagogisches Element im Unterricht unterzubringen. Aber auch hier geht er nicht
ganz spezifisch jetzt eng auf den Mystikbegriff ein, also schon auf den Sufismus, aber auch die Untersuchung von Schülerinnen und Studenten wird jetzt da nicht angegangen. Also insofern sind wir da im Neuland. Was waren die hauptsächlichen Fragen? Die Fragen sind: Was wissen die Schülerinnen über Mystik und die Lehrerinnen, insbesondere im Religionsunterricht? Interessieren sie sich überhaupt für die Mystik? Was halten sie von mystischen Praktiken und Übungen? Und gibt es ein Interesse von den Schülerinnen und Lehrerinnen nach einem Mehr, wie man da mehr in die Richtung erfahren? Kurz zum Sampling, also die ganze Forschung wurde hauptsächlich in Vorarlberg abgewickelt. Dazu habe ich versucht, in die verschiedenen Ebenen der Schullandschaft einzutauchen. Ich bin also in der Primarstufe in einer Volksschule, in einer islamischen Volksschulklasse gewesen, in der vierten, in der dritten Klasse, einer reformierten evangelischen Klasse, einer islamischen Mittelschulklasse, einer vierten, einer christlichen dritten Klasse. Und in einer Klasse, wo ich selber vor Klassenvorstand war. Und in der Sekundarstufe 2 war ich in einer Hack, siebte Stufe, achte Stufe in einer islamischen Klasse und in einer Ethikklasse des Gymnasiums. Das war die siebte Stufe. Also zuerst einmal Primarstufe, Mittelschulstufe, Sekundarstufe 2. Das sind also die Ebenen. Dann habe ich 2 Online-Fragebogen gemacht mit Studenten und Lehrerinnen. Und der dritte Punkt, es waren Experteninterviews. Das waren 5 Professoren, Universitätsprofessoren aus der Theologie, Philosophie und Religionspädagogik. Sowie 5 Mystikerinnen, 2 katholische Nonnen, ein Jesuit, ein buddhistischer Mönch und ein Imam. Und 5 Religionslehrerinnen, die in diesen befragten Klassen auch unterrichtet haben. Also das wäre so der Griff, also die universitäre Ebene, die Lehrerebene, die durch Studentenebene und die Schülerebene, habe ich so heraus versucht, die verschiedenen Ebenen zu erreichen. Was ist jetzt eigentlich Mystik? Also da beginnt es mal, im Alltag verwendet man den Begriff eher so im Sinne von rätselhaft, nebulös, dunkel, irgendwie geheimnisvoll, also Geheimnis, das Mysterium, da klinken sich die meisten ein. Katharina Kemming hat ein tolles Buch geschrieben, Mystik im interkulturellen Vergleich. Sie ist überhaupt eine Expertin, was das Thema Mystik interkonfessionell anbelangt. Und sie gibt die Definition so: Mystik beschreibt ein Gesamtphänomen aus Methoden und Theorien, die dazu dienen, den Menschen mit dem göttlichen Absoluten der Wirklichkeit in Verbindung zu bringen. Also ganz wichtig, es ist ein Phänomen, das ist aber nicht beschränkt auf eine Religion. Da sind aber Methoden und Theorien drin, die auf das Absolute zielen. Also die Begrifflichkeiten schwanken denn da natürlich. In den monotheistischen Religionen ist das Göttliche da oder das Absolute. Und Wirklichkeit ist jetzt eher ein Begriff, der sich in den asiatischen Religionen besser passt. Josef Sudbrack, ein Jesuit, der hat einfach gemeint, in den Anfängen der Religion ist Mystik zu finden. Und es ist eine lebendige Erfahrung der Transzendenz, vielleicht noch als zweite Definition. Wenn man es herunterbricht jetzt auf die hauptsächlich untersuchten Traditionen, im Christentum redet man von einer Schau Gottes, also diese Begegnung mit Gott oder Einheitserfahrung mit Gott. Im Islam habe ich den Begriff Fana genommen, da kann ein Galib vielleicht was dazu sagen, in der Richtung, dass man das Ego auflöst, Fana bedeutet also die Entwerdung, und dann wirklich nur nach Gott übrig bleibt, weil das die wirkliche oder wahre Wirklichkeit ist. Also wenn man sich zurücknimmt oder wenn man stirbt, bevor man stirbt, dann erfährt man Gott von Angesicht zu Angesicht oder versinkt in Gott. Und im Buddhismus ist es das Nirvana, das Höchste. Das ist nicht auf den Anhieb gleich richtig verständlich. Man wird frei von Gier, Hass und Unwissenheit. Gier, Hass heißt also, dass man nichts mehr ablehnt, nichts mehr
nichts mehr zurückhält, sondern frei und offen die Phänomene wahrnimmt. Und die Unwissenheit, da steckt das Ego auch drinnen. Wichtig ist aber auch, dass man beim Nirvana das Todlose erfährt. Also da sind wir dann wieder im Bereich des Absoluten, des Ewigen. Also Nirvana beinhaltet auch, das Todlose zu erfahren. Okay. Dann, wie schaut es aus? Was meinen die Experten? Also das war ein wichtiger Punkt. Da haben wir also 5 Professoren gehabt. Ein islamischer Theologe, ein atheistischer Philosoph, 2 christliche Philosophen, einer davon ein Jesuit und ein Religionspädagoge. Außer die Erfahrung ist, die sehr selten auftritt und eben mit dem Absoluten passiert. Aber es gibt auch einen weiten Begriff und einfach ausgedrückt, der bedeutet, man spürt die Gegenwart Gottes. Also nicht, dass es eine Ego-Auflösung gibt, sondern es gibt einfach ein Spüren von Präsenz. So vielleicht ganz, ganz einfach in der Richtung. Mal gesagt. Okay. Vielleicht ganz mitgeschickt, große Unterschiede gibt es halt im Punkt, was die Leute erfahren haben. Also das sind eher Theoretiker. Der Jesuit, der ist selber ein Exerzitienleiter. Insofern hat er auch selber viel Erfahrung. Aber der artistische Philosoph zum Beispiel hat keine Erfahrung. Also da fließt natürlich der Erfahrungshintergrund stark ein, wie ich überhaupt die ganze Materie interpretiere. Soweit aber dieses Mal. Mystikerinnen wurden interviewt, die haben das bestätigt, also das passt also zusammen zu dem, was die Fachleute aus Philosophie, Theologie, Religionspädagogik zu sagen hatten. Stark kam heraus, dass sie also die Präsenz Gottes spüren, also der weite Begriff, und einzelne Erfahrungen wurden auch erzählt, wo sie in eine tiefere Begegnung gekommen sind. So. Wo wirklich tiefe Beschreibungen aufgetreten sind an mystischen Erfahrungen bei den Studentinnen. Also 52, knapp 52% haben gemeint, sie hätten entweder eine mystische Erfahrung oder eine außergewöhnliche Erfahrung, wo sie nicht genau wissen, ob es mystisch ist. Also gut 20% haben geglaubt, mystische, 30% außergewöhnliche. Und ich habe dann diese 120 Personen, die sich da genauer mitgeteilt haben, von diesen 50, also noch ein bisschen mehr als die Hälfte von dieser Hälfte, haben sich in einer offenen Frage genauer mitgeteilt. Und da ist in etwa herausgekommen, dass so 10 zu engeren Erfahrungen der Mystik zu zählen sind. Dann sieht man da diese Auflistung, mystische Erfahrung ohne religiösen Bezug, dann mit psychoaktiven Substanzen, dann außerordentliche und bemerkenswerte Phänomene. Also da sind dann prophetische Träume, Kontakte mit Verstorbenen, Engel, außerkörperliche Erfahrung, Nahtoderfahrung, alles Mögliche taucht da auf. Ich erwähne das deshalb, weil eigentlich diese sehr ausführlichen Beschreibungen zum Teil eben ausdrücken, dass es mystische Erfahrungen heutzutage auch gibt, auch unter Studentinnen, die sich da auch bereit erklärt haben, das mitzuteilen. Eine möchte ich ganz kurz einen Ausschnitt zumindest mal vorlesen, beginnt aber mit diesem Ich. Also relativ viel geschildert, ich mache nur einen kurzen Auszug, sie schreibt da, ich entdeckte, dass beim Aufschreiben dieser verlor, mich selbst als Individuum nicht mehr wahrnahm, somit auch keine Bedürfnisse, Wünsche etc. verspürte, sondern einfach nur in einem perfekten Zustand verharrte, in dem alles zu Liebe und Einheit transzendierte. Eins war Gott, Schöpfung, ich. Ich hatte das innere Bild, inmitten eines Ozeans aufzutauchen und zum ersten Mal echte, frische, kristallklare Luft zu schnappen,
Luft eines wahren Lebens, einer wahren Realität, in der ich über eine unendliche Weite blickte und eins mit ihr wurde. Ja, ich glaube, das sagt genug. Also die Schilderungen der Studenten waren äußerst interessant, aber mir fehlt die Zeit, dann noch weiter in die Tiefe zu gehen. Dann gehen wir zu den Klassen, ein bisschen auf die Zeit schauen. Okay. Die ist so aufgebaut gewesen, dass es zuerst einmal die Fragen gab und dann wurde eine erste Übung durchgeführt von mir, wo die Schüler so in eine Entspannung geführt wurden und sie sollten angeben, wie es ihnen davor geht, vor der Übung und nach der Übung. Das konnten sie in der Skala eintragen, auch gewisse Begriffe unterstreichen. Dann gab es einen Input von den Religionslehrerinnen zur Mystik aus ihrer Tradition, Beispiele und eine Übung auch, wo der Religionslehrer eine mystische Übung angeleitet hat von circa 5 Minuten. Und das wurde auch wieder eingetragen, der Zustand davor und danach. Und dann habe ich noch einen Blog gemacht, wo die Schülerinnen andere Traditionen kennengelernt haben und ich habe da bestimmte Mystikerinnen vorgestellt aus den anderen Traditionen. Also bei den Christlichen war es dann zuerst, also den christlichen Klassen waren es dann zuerst islamische Mystiker und dann eben auch asiatische Mystiker wie Ramana Maharshi oder Buddha. Okay, so hat der Aufbau der Befragung bei den Schülerinnen stattgefunden und da möchte ich euch jetzt zuerst einmal in diesen Balkendiagrammen kurz zeigen, was da herausgekommen ist. Der Wissensbereich, den spreche ich noch später an, der ist insofern problematisch, weil er zwei Fragen in sich zusammennimmt. Aber schauen wir zuerst einmal auf den Interessensbereich und man sieht eindeutig, das Gelbst sind immer die islamischen Klassen oder die islamische Klasse, dass die sehr hoch liegen in allen Bereichen. Bei mehr über Mystik, also einige Prozent weniger, also 10%, und auch das Interesse für andere Traditionen ist sehr hoch bei den islamischen Klassen. An zweiter Stelle ist beim Interesse die Ethikklasse, also mehr als bei den katholischen Klassen, auch das mehr. Andere gab es nicht bei den Ethikklassen. Und wenn man sich dann die Übungen anschaut, sieht man, dass die islamische Klasse am stärksten positive Empfindungen hatte, im Durchschnitt, bei Übung 1 und bei Übung 2 noch stärker. Die Ethikklasse, die hat nur eine Übung, weil sie keine eigene Tradition hat. So, vielleicht merken wir uns den 37% Wert der katholischen Klasse in der Hack war das. Und die islamische war auch in der Hack. Dann schauen wir uns die Mittelschulklasse an. Da sehen wir ein ähnliches Bild. Also auch hier ist die islamische Klasse am höchsten. Als zweite kommt die 4D, das war meine Klasse, mit hauptsächlich islamischen Schülerinnen. Und dann kommt die katholische Klasse. So. Also sieht auch da der recht große Unterschied von der islamischen Klasse zur christlichen Klasse. Auch bei den Übungen sieht man, dass die islamische Klasse bei der eigenen konfessionellen Übung, sagen wir mal, den höchsten Wert hat. Da kommt der negative Wert zustande, da habe ich angeleitet, da habe ich sie wahrscheinlich zu sehr entspannt, dass sie müde geworden sind. Das ist jetzt meine Erklärung dazu. Und bei der Volksschulklassen ist es auch ganz deutlich, dass die islamische Klasse am meisten Begeisterung aufbringen konnte für die religiösen Geschichten von Heiligen und auch für die Übungen. Die waren relativ einfach, diese Fragebögen, die waren eher mit Smileys, mit Daumen hoch und runter oder neutral. Also die waren nicht so ausgefeilt und komplex, diese Fragebögen. Also soweit einmal das Ergebnis. Jetzt schauen wir uns dann das an, wie das zusammenhängt mit der allgemeinen Religiosität, weil die Fragebögen hatten relativ viele Fragen zur allgemeinen Religiosität. Eben der Wissensbegriff, der setzt sich aus zwei Fragen zusammen und die erste Frage ist insofern wichtig gewesen für die Studie, was bringen denn die Schüler für ein Wissen über Mystik mit?
Weil meine Hypothese hat gelautet, sie wissen darüber wenig. Also ein Großteil der Schülerinnen weiß wenig. Insofern, dass Mystik eigentlich das Erleben von Gott, Allah oder der Wirklichkeit zu tun hat. Und da ist herausgekommen, dass von insgesamt 67 Schülerinnen 11% auf Gott getippt haben. Also es gab noch zur Auswahl, weiß nicht, Fabelwesen, Einhörner, Drachen etc. und Wundervollbringer. Da waren immerhin 28% dabei. So. Ist nicht ganz falsch, weil Wunder sind oft Teil der Mystik. Die habe ich dann auch zur Hälfte gezählt. Also das kommt da hinein in diesen Wissenswert. Aber ich habe auch eine zweite Frage hineingenommen, die erst nach dem ganz, also nicht ganz am Schluss, aber nachdem viele Informationen gekommen sind, und dann war die Frage, kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich mit Gott verbunden fühlen und dabei glücklich sind? Und da hat sich gezeigt, dass die islamischen Schüler das zu 20% eher sich vorstellen können. Also Wissen ist jetzt da nicht im Sinne von ich weiß das, sondern da sind zwei Punkte hineingeflossen. Darum darf man diesen Wert jetzt nicht so eins zu eins auffassen. Jetzt kurz einmal zur Religiosität. Wenn man die Sekundarstufe 2 anschaut, also die Hackklassen beim Islam, glauben alle, dass es einen persönlichen Gott gibt. Bei den Katholiken sind das 33%, in der Ethikklasse 25%. In der Mittelstufe schaut es 77% aus, im Islam katholisch 50% und in der 4D, da waren ja hauptsächlich islamische Schülerinnen, zu 87%. In der Primarstufe ist interessant gewesen, dass die islamischen Klasse sich in der Moschee glück, also 7 fühlen sich glücklich, 3 spüren Liebe, 3 fühlen sich normal, 1 ist selig. Und in der reformierten Klasse fühlen sich 2 glücklich, 6 normal, 2 selig und 4 entspannt. Was will ich damit sagen? Stiftend, positiv, angenehm erlebt, dann ist auch das Interesse an Mystik eher gegeben. So, diese Beziehung ist auch gegeben. Was interessant ist vielleicht noch, das war die die Hackklasse, die katholische, die hat dann aber zu 54% sich für andere Traditionen interessiert, also mehr als für die eigene. Also da habe ich vielleicht noch irgendwie ein gewisser Forscherdrang da oder Interesse für andere Traditionen. Okay, das spiegelt sich, also diese Beziehung von Religiosität und Mystik spiegelt sich ein Stück weit auch in einer Studie, die 2020 gemacht wurde zu den Jugendlichen in Österreich. Und da sieht man an diesem Punkt, ich glaube, dass es Gott, etwas Göttliches gibt, trifft bei den christlichen Religionsgemeinschaften, also bei den Schülerinnen, zu 30% zu. Beim Islam ist es 84%. Also das ist ein eklatanter Unterschied, wenn man das anschaut. Ja, soweit einmal der Punkt zu den Schülerinnen. Die Übungen werden durchschnittlich positiv erlebt, also es gibt eine Steigerung der Befindlichkeit und das Wissen ist sehr gering über Mystik. Das Interesse ist bei den muslimischen also am stärksten und ein Mehr für mystische Themen ist in etwa gleich hoch als wie das Interesse, ein bisschen niedriger wie das Interesse allgemein. Dann möchte ich da kurz auf die Befragung der Studentinnen eingehen, also die jüngeren Erwachsenen hauptsächlich. Wie gehen die mit dem Thema Mystik um? Die Fragebögen sind an die Universität Innsbruck und an die KPH Wien-Krems gegangen, an alle Fachrichtungen. 440 haben den Fragebogen vollendet abgegeben. Und da ist rausgekommen, dass 27% an einen persönlichen Gott glauben. Also soweit einmal
von der Seite her. Und wenn es darum geht, was Sie als Mystik einstufen, dann sieht man hier, dass 37% eine Einheitserfahrung mit Gott und 28% finden eine Schau Gottes als Mystik. Also hier muss auch gesagt werden, dass die Kenntnisse über diesen Begriff Mystik doch eher mangelhaft ist. Obwohl mehr als die Hälfte mystische Übungen macht, also spirituell mystische Übungen, und auch mehr als die Hälfte meint, außergewöhnliche oder mystische Erfahrungen gemacht zu haben. Also es wird eher als gering eingeschätzt, was zu sehen ist, aber dass 62% finden, dass die Einheitserfahrung mit der Natur als mystische Erfahrung einzustufen ist. Aber an und für sich, dass das Mystik bedeutet, man verbindet sich oder erfährt das Absolute, das wird jetzt eher von wenigen als solches verstanden. Dann bei den Lehrerinnen, wie schaut es da aus? Da sind die Werte sogar geringer. Also kurz zu den Lehrerinnen, da habe ich in meinem Umfeld in Vorarlberg verschiedenste Schultypen angeschrieben. Da sind 60 reingekommen, ungefähr von 450 angefragten Lehrerinnen. So grobe Kalkulation, also die Beteiligung war gar nicht so schlecht. Davon waren 5 Lehrerinnen als Religionslehrerinnen ausgewiesen. 22% sind konfessionslos, also das ist ein recht hoher gläubiger Anteil der Teilnehmerinnen, der Lehrerinnen. Und man sieht, dass 25% glaubt, die Einheitserfahrung mit Gott sei Mystik oder die Schau Gottes zu 11,7%. Also da ist der Wissenswert noch geringer, was Mystik ist. Besser schaut es bei der Einheitserfahrung mit der Natur aus, aber auch noch geringer. Warum bringe ich das Ganze mit dem Wissen? Also ich ging von der These aus, dass man über den Begriff Mystik und überhaupt das ganze Thema eigentlich wenig weiß, insofern wenig weiß, dass es Leute gibt, die solche Erfahrungen machen und dass es eigentlich Gemeinschaften, Techniken gegeben hat in den Religionen über die Jahrhunderte immer wieder. Da gibt es eine lange Tradition der Mystik, wo also mit entsprechenden Theorien und Methoden auf eine solche Begegnung hingearbeitet werden kann. Also dieser Umstand wird eigentlich laut dieser explorativen Studie zuerst einmal wenig gekannt. Das war also mein Ansatz. Was ist herausgekommen beim Interview, bei den Interviews mit den Lehrerinnen? Das waren also 5, die in diesen Klassen unterrichten, wo ich die Befragung gemacht habe, dass sie sehr unterschiedlich, also erstens inhaltlich Bescheid wissen über das Thema Mystik in ihrer eigenen Tradition, aber in den meisten Fällen recht wenig über die andere Traditionen und der Mystik dort. Aber alle haben dem ganz stark zugestimmt, dass sie Mystik ganz was Wichtiges finden für die Religionen selbst. Und dass man das im Unterricht auch irgendwie, dass das auch einen Platz findet im Unterricht. Sie waren sehr offen, was die Übungen, also der Einbau von Übungen anbelangt, der sehr unterschiedlich war. Also manche machen da mehr, manche gar nichts, finden es aber eine gute Idee, sich da mehr drauf einzulassen. Und alle begrüßten das Mystik als interreligiöse Unterstützung für den interreligiösen Dialog dienen könnte. Also das war Konsens in dem Punkt. Genau, vielleicht noch die Online-Befragung, also das waren vorher die interviewten Lehrerinnen. Online heißt ja Lehrerinnen aus allen Fachrichtungen, nur 5 Lehrerinnen waren da dabei. Dass 72% Mystik als verbindendes Element sehen für den interreligiösen Dialog. 70% finden auch, dass die Schülerinnen Grundlegendes über Mystik und Mystikerinnen erfahren sollten. Und da sind die Prozentzahlen angegeben, vielleicht die erste oder die ersten 2. 78% wären also für den Einbau von Achtsamkeitsübungen.
gut an die 45%, also knapp 50, glauben, dass Meditation oder geführte Meditation im Unterricht gut Platz hätten. Eher dünn schaut es aus, wenn man Gebetsübungen in der Schule machen sollte. Das sind da diese 13%. Ja, soweit möchte ich langsam zum Schluss kommen. Also die wesentlichen Erkenntnisse, um das Ganze zusammenzufassen: Die Kenntnisse über Mystik sind in der Schule eher mangelhaft, stark mangelhaft bei den Schülerinnen, aber auch bei den Studenten und Lehrerinnen muss das eher festgestellt werden. Das Interesse bei den Schülerinnen ist relativ groß, hängt aber eng mit ihrer Religiosität zusammen. Also wenn sie Religion eigentlich wenig interessiert, dann schaut es bei der Mystik auch schlecht aus. Was auch herausgekommen ist, dass die im Durchschnitt natürlich eine Steigerung der Befindlichkeit in der Klasse festzustellen waren. Also es waren wenige, die negative Erlebnisse hatten. Einige waren einfach so wie vorher, nachher. Hat sich wenig verändert in ihrer Wahrnehmung. Dass Mystik ein verbindendes Element im interreligiösen Dialog sein könnte und mystische Lehren und wichtige Mystiker eigentlich im Religionsunterricht, aber auch in anderen Fächern Platz haben sollten, um Religion besser verständlich zu machen. Auch also im Speziellen auch die Transzendenzerfahrung, um den Schülerinnen deutlich zu machen, dass Religion nicht nur ein Reden über Gott ist, sondern dass Religion insbesondere in den mystischen Traditionen ein Erfahren von Gott ist und dass das ja noch viele andere Aspekte eben auch mit dazu hereinnimmt. Und dass eigentlich einfache Übungen in der Schule sehr wirkungsvoll eingesetzt werden können, eben Achtsamkeitsübungen, Yoga oder Meditationsübungen. So. Also das wäre so mein Wortschwall und ich hoffe, dass das einigermaßen so angekommen ist. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Guntram. Galip, dann bist du jetzt an der Reihe. Ja, danke, Guntram. Auch von meiner Seite sehr, sehr interessant. Einiges nachgedacht während dem kurzen Sprechen. Ja, ich begrüße auch noch einmal alle, die jetzt sich die Zeit nehmen, da jetzt mir zuzuhören. Dankeschön für Interesse. Ja, ich schließe vielleicht gleich hier mal an. Ich soll oder möchte über das sprechen, was weithin als islamische Mystik bezeichnet wird, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass das eine Außenbezeichnung ist. Die Leute, die versuchen, seinen Weg zu folgen, bezeichnen sich nicht als islamische Mystiker, denn das ist kein Wort, das aus dem islamischen Kontext kommt. Es gibt zwar, wie gesagt, Begriffe, die ihm etwa dem entsprechen. Am ersten ist es bekannt unter Tasawuf, das ist sozusagen der Originalbegriff. Tasawuf auch als eine religiöse Wissenschaft. Das Interessante ist, dass das, was man so als islamische Mystik bezeichnet, lange Zeit als islamische Wissenschaft im Kodex der Wissenschaften, also das betrifft der Recht, das Leben des Propheten, das Wissen über die Hadithe und so weiter und so weiter. Und dass das Tasawuf ein Teil davon war, der irgendwann einmal aus diesem Kontext hinausgefallen ist. Sufismus ist schon ein Begriff, der nicht ganz eindeutig so überall gleich akzeptiert wird, denn es ist eine Abwandlung des Wortes Tasawuf und aber sozusagen jetzt nicht theologisch gesichert, gefestigt. Wobei wir auch gleichzeitig sagen müssen, dieser Bereich ist ein sehr ambivalenter Bereich. Denn ursprünglich natürlich kommt es aus der islamischen Religionspraxis, aus der vertieften islamischen Religionspraxis und der Erfahrungsebene, die dadurch hineinkommt. Aber gerade in den, sage ich jetzt, letzten 200 Jahren in etwa, gibt es ganz starke Strömungen innerhalb der islamischen Theologie und auch auch maßgeblicher Personen, die auch in Kombination mit politischen Zutaten, die Tasawuf eher angegriffen haben, dem skeptisch oder sogar feindlich und ablehnend gegenüberstehen. Das hat sich in der islamischen
Mainstream eine Zeit lang ziemlich verbreitet. Im Momentan sieht man eher wieder so eine Bewegung, die versucht, sich das wieder zu erschließen, weil man merkt, dass da doch etwas verschwunden ist, was doch auch wichtig wäre, um den Glauben insgesamt verstehen zu können. Allerdings ist diese Polarisierung auch nichts Neues, denn auch schon in der klassischen Zeit der islamischen, sage ich jetzt mal, Hochkultur, wissen wir, dass es da unterschiedliche Zugänge und auch Wertschätzung oder eben Nicht-Wertschätzungen gegeben hat und dass sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen der reinen theologischen, dem rein theologischen Zugang, dass ja eine Ableitungstheologie ist im Islam, geht es ja immer darum, sozusagen von den Quellen Analogieschlüsse zu ziehen, um Zugänge zum Zeitgemäßen sich zu arbeiten, dass das Spannungsfeld zwischen dieser Art von Theologie und der erlebten Religiosität im Sinne des Tasawufs immer eins ist, was manchmal größer und was manchmal kleiner geworden ist. Der Kernpunkt liegt wahrscheinlich in der Problematik der Offenbarung an sich, denn zur Zeit des Propheten Mohammed, auf dem sozusagen ja die Religionspraxis des Islam zurückgeht, solange er gelebt hat, gab es ja die direkte Interpretation des Wortes Allahs, des Korans, und man konnte ihn fragen. Und das ist dann nachher, dadurch, dass er nicht mehr auf dieser Welt gelebt hat, ist er das dann weg gewesen. Und nun stellt sich ihm die Frage, wie interpretiert man das? Und da gibt es eben auf der einen Seite, entwickelt sich eben diese Analogie, Theologie, auf der anderen Seite versucht, gibt es aber auch eine Entwicklung, die sozusagen parallel davon geht, dass man sagt, man möchte sich da an Leute wenden, von denen man weiß, dass sie ein tieferes Verständnis davon haben, die das aber leben, die das nicht sozusagen aufgeschrieben, abgeleitet haben, sondern die das leben. Und daraus entwickelt sich eine längere Geschichte, zuerst sozusagen Einzelpersonen und dann später auch Gruppierungen, die diese Traditionen leben, beziehungsweise die Lehren und Inhaltliches weitergeben über das persönliche Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus in eine Gruppe hineinbringen, sodass, weil auch nicht mehr aufgrund des großen Interesses auch nicht mehr genug Lehrer persönlich für jeden Schüler vorhanden waren, aber dass sozusagen auch Lehrsysteme und Gemeinschaften dadurch entstehen, wird oft verglichen mit den christlichen Orden, ist aber eine relativ passender Vergleich, denn in manchen Punkten stimmt es. Es gibt zum Beispiel einen Ort, an dem man zusammen lebt. Es gibt einen Vorsteher so einer Gemeinschaft oder eines Ortes. Aber es gibt auch viele Unterschiede. Die meisten Traditionen haben Verheiratete, sind die Mitglieder verheiratet. Man lebt auch nicht Zeit seines Lebens in so einem Gebäude, sondern in einem gewissen Teil, in dem Teil seiner Ausbildung. Dann verlässt man es auch wieder, um sozusagen im Volk, unter den Menschen zu leben und zu wirken, hat aber eine starke Rückbindung an so ein Zentrum. Also das ist eine durchlässigere Struktur. Ich habe gesagt, ich möchte ein bisschen, oder habe ich vorher angekündigt, geschrieben, ich möchte das ein bisschen anhand eines solchen Instrumentes thematisieren. Ja, das ist eine Flöte, eine Rohrflöte. Das ist eine Ney. So heißt das Ney oder Nai, kommt darauf an, ob man es türkisch oder arabisch ausspricht. Dieses ganze Thema des Sufismus ist eines, was natürlich auch eine andere Ambivalenz hat, denn wie will man erlebte Erfahrung es hat gerade geheißen Gotteserfahrung, wie will man denn die sozusagen lehren? Ja, ich kann lange darüber reden, aber Mevlana Rumi, ein ganz großer und wichtiger Sufi, hat gesagt, niemand kann den Geschmack einer Orange wissen, solange er nicht hineingebissen hat. Man kann vorher ewig lang drüber reden, aber man weiß es trotzdem noch immer nicht, wie sie schmeckt. Und das ist natürlich alles, was mit Erfahrung zu tun hat, stößt auf diese Problematik. So eine Flöte, so eine Rohrflöte, Mevlana Rumi beginnt sein großes Werk, das Mesnevi oder Matnevi, ein sechsbändiges Werk, das durchgehend gereimt ist in persischer Sprache, beginnt er mit einem Gedicht über die Rohrflöte, in dem er sagt, inhaltlich, das Schilfrohr wird herausgeschnitten aus seiner Umgebung und dadurch wird es getrennt von seinem Ursprung. Und es hat Sehnsucht aber nach seinem Ursprung, weil dort sind seine Geschwister und seine gewohnte und vertraute Umgebung. Und deswegen klingt dieses Instrument so ein bisschen traurig, weil es immer die Sehnsucht sich darinnen hörbar macht. Und genauso ist eigentlich ein Mensch, der Sehnsucht nach seinem Ursprung hat, nämlich
von wo er kommt und wohin er auch zurückgeht, nämlich Allah, Gott. Das ist so, mit dem beginnt er dieses Werk. Und dieses Instrument ist wahrscheinlich in vielen dieser Traditionen ein sehr wesentliches Instrument. Es gibt nicht alle Traditionen, die Musik da auch verwenden, aber gerade die, zum Beispiel die auf Mevlana Rumi zurückgeht, tut das. Und da sagt man, dass so ein Instrument eigentlich auch ein Symbol für einen perfekten religiösen Menschen ist, einen sogenannten Insan il-Kamil. Warum ist es das? Wenn das Schilfrohr herausgeschnitten wird, ist es ja noch kein Rohr, ja, sondern an diesen Stellen hier ist es verwachsen und zugewachsen. Das heißt, es muss zuerst einmal gerade gebogen werden. Das ist einmal der erste Schritt. Wie biegt man ein Schilfrohr gerade? Weil das wächst ja nicht immer ganz gerade, manchmal so schief. Ja. Wie biegt man das jetzt gerade? Man muss es übers Feuer halten. Und dann gibt es einen kurzen Moment, wo es direkt über der Flamme das Material ein bisschen biegsam wird. Dann kann man es verbiegen, kurz bevor es anfängt zu brennen, muss man es auch gleich wieder weggeben. Und dann bleibt es aber stabil in der Form, wie man es dann gebogen hat. Und jetzt sagt man, manchmal brennt das Material dann hier ein bisschen so an. Und das ist wie die Seele eines Menschen, der auf diesem Weg ist, der vom Liebesfeuer Allahs erfasst ist, dann hat er auch so Brandflecken auf der Seele vom Liebesfeuer zu Allah. Deswegen einmal so ein Vergleich. Der andere Vergleich ist, so eine Rohrflöte hat 7 Öffnungen, eine hinten, ja, man sieht es vor der Kamera, ja, und 6 vorne, also 7, genauso viele Öffnungen, wie wir im Kopf für unsere Sinne haben, wenn man sie zusammenzählt. Und das sind sozusagen die Dinge, mit denen wir wahrnehmen und mit denen wir wahrgenommen werden. Und es gibt einen Vers im Koran, in dem heißt es, wenn jemand Allah liebt und sich sozusagen 100%, also inhaltsmäßig, ist nicht wörtlich, aber inhaltsmäßig und sich Allah hingibt, dann werden seine Augen meine Augen, wird sein Mund mein Mund, wird seine Nase meine Nase. Das heißt, man sagt und spricht und riecht als Allah, sozusagen nicht mehr als, jetzt in meinem, was weiß ich, Galib oder wer auch immer, sondern man stellt sich Allah so zur Verfügung, dass Allah durch den Menschen, der ihn liebt, wirkt. Und das ist das Ziel, im Sufismus. Man kann es auch anders beschreiben, wie es vorher geheißen hat, wie der Guntram gesagt hat, dieses Aufgehen in Allah. Allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern dann gibt es nur mehr ein Angesicht, dann gibt es nur mehr das Angesicht Gottes. Dann ist die Person selbst, gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es, wie es dann in den Traditionen heißt, gibt es kein Ich mehr, sondern nur mehr Du. Und das ist auch das Ziel, eine Flöte für einen Menschen verfügbar zu machen, dass man, indem man ein Rohr daraus macht, das muss man dann einen Metallstab nehmen und das ein bisschen durchstoßen. Das muss man ein bisschen mit Nachdruck auch machen, ja, ein bisschen nicht mit Gewalt, aber doch mit sanftem Nachdruck. Aus islamischer Sicht kommt ja ein Mensch ohne Fehler, ohne Sünden, ohne Erbschuld oder so irgendwas auf die Welt. Aber es sammeln sich ab dem Moment, wo er geboren ist, Dinge an, die dem entgegenstehen, dass man Allah ganz offen entgegentritt oder auf ihn zugeht. Und um diese Blockaden oder Dinge zu entfernen, muss man auch manchmal ein bisschen mit Nachdruck an sich arbeiten. Nicht mit Gewalt, aber doch mit Nachdruck. Und das wäre ein Symbol auch, wie so eine Flöte zu seinem Rohr wird. Das Rohr selbst, das habe ich schon versucht jetzt anzusprechen vorher, die Flöte stellt sich ja dem Spieler zur Verfügung. Das heißt, dass die Flöte selbst will ja nicht irgendwas, sondern die Flöte gibt die Töne von sich, so wie der Spieler es möchte, wo wir bei dem vorigen Vergleich wären mit den Sinnesorganen. Und so ist es eigentlich auch Ziel des Menschen, zu seinem Rohr für Allah zu werden, um seinen Willen durch den Menschen umsetzbar zu machen. Ein sogenannter Muhsin, derjenige, von dem es im Koran heißt eben, dass sie den Willen Allahs zu 100%ig in diesen Dimensionen umsetzen. Also, dieses Rohr werden ist jetzt einmal, das ist der Kernprozess, um den es geht bei der Sache. Die Nähe hat eine Farbe, die so ein bisschen gelblich ist. Und jetzt heißt es, wenn man lange fastet, und nicht nur im Islam, auch in anderen Religionen ist ja Fasten eine wichtige Technik oder eine wichtige religiöse Handlung, dann wird die Haut so ein bisschen gelblich, so wie auch dieses Instrument so ein bisschen diese gelbliche Farbe hat. Ja, mit diesem, was ich jetzt erzählt habe, möchte ich jetzt mal ein paar Töne spielen. Ich weiß, das ist online immer ein bisschen ein Hazard-Ding, aber vielleicht mit dem, was ich jetzt gesagt habe,
kann man versuchen, das ein bisschen anders oder ein bisschen in dem Kontext zu hören, wie ich das jetzt gesagt habe. Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen angekommen. Ich weiß, das hat so seine Grenzen mit diesem Medium. Man hat vielleicht gemerkt, was ich jetzt versucht habe zu erzählen. Ich bin kein Wissenschaftler im Sinne, dass ich jetzt Sufi-Wissenschaftsforscher bin, sondern ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich 28 Jahre einen Lehrer hatte, den ich teilweise zeitlang einige Jahre auch sehr intensiv begleiten durfte. Und daher ein bisschen einen Einblick bekommen habe, wie so eine Tradition möglicherweise gelebt werden kann. Und das, von dem ich versucht, was ich versuche zu vermitteln, ist diese Erlebnisebene aufzumachen und diese Erlebnisebene hier anzusprechen. Was aber, wie gesagt, eine Sache ist, die, es heißt auch in einem Koranvers, es gibt so viele Wege zu Allah, wie es Seelen gibt, die sozusagen nicht einfach kopiert und auf einen anderen übertragen werden kann, sondern die Traditionen im Sufismus, glaube ich, ihre Aufgabe ist es, einen Rahmen zu bieten, in denen der Mensch die entsprechenden Erfahrungen machen kann, in denen er auch erzogen wird, durchaus sich einem Lehrer hingibt oder einen Lehrer findet, der sozusagen eine spirituelle Erziehung angedeihen lässt. Und was für Pädagogen ja auch in der Schule bekannt ist, auch Menschen, deren Seelen die Sehnsucht haben, sich zu entwickeln, können manchmal auch anstrengend sein für den Lehrer. Das sind nicht nur kleine Kinder, das ist auch im spirituellen Bereich so. Das heißt, ein Lehrer muss gewisse Qualitäten haben, damit er dieses Lehrersein auch gut ausfüllen kann. Einerseits von seinen Fähigkeiten her und auf der anderen Seite, es hat sich im Sufismus herauskristallisiert und das geht eigentlich immer dann eigentlich schlussendlich auf den Propheten Mohammed zurück, dass jemand, der Menschen führt in dieser Hinsicht und der Menschen lehrt, das immer nur mit der Erlaubnis seines Lehrers tut. Dass es ähnlich wie in anderen Religionen so eine Sukzession gibt, dass es die Erlaubnis gibt, etwas zu lehren oder auch Zwischenschritte die Dinge zu tun, Übungen anzuleiten, Gespräche zu führen und so weiter. Da geht es nicht darum, Menschen wichtiger oder weniger wichtig zu machen. Und das ist dann auch immer ein Vorwurf gewesen, der manchmal von den Muslimen gekommen ist, dass sich da Leute eine gewisse Wichtigkeit herausnehmen und die auch missbraucht wurde natürlich. Ja, es ist nichts wirklich geschützt. Aber es gibt doch einen gewissen Schutz davor, dass man sozusagen seine eigenen Ideen hier verbreitet, sondern dass man erst damit anfängt, darüber zu sprechen, wenn man von jemanden, der die Erfahrung hat und das auch beurteilen kann, sozusagen dazu die Erlaubnis eben bekommt. Ich glaube, das ist auch in anderen Religionen nichts Neues. Die Struktur und die Erlebnis, diese Polarität haben sich auch in der Wahrnehmung, wie gesagt, immer wieder ein bisschen auch auf verschiedene Arten ergeben. Man hat dann oft gesagt, naja, die machen da ihre eigene Sache, das ist nichts Altes, sondern das hat man irgendwann einmal erfunden, das hat mit dem Propheten an sich nichts zu tun, sondern so hat er ja gar nicht gelebt, der hat ja gar keine Gemeinschaften begründet und so, das sind Neuerungen, die eigentlich nicht erlaubt sind, denn nicht nur im Sufismus, im Islam insgesamt ist es immer sehr wichtig, nur Dinge zu tun, die sozusagen auch geschichtlich und traditionell ihre Rückbindung haben. Also das hat irgendwie erfunden. Deswegen haben diese Gemeinschaften es immer für sehr wichtig gehalten, eine Bezugskette zu
entweder den Propheten oder seine Familie herzustellen, meistens seinen Cousin Ali, wobei das dann jetzt aber nicht heißt, dass das Sufis prinzipiell Schiiten wären, weil bei Schiiten ja Ali und seine Familie eine große Rolle spielen, sondern dass man kann das eigentlich fast wie eine dritte Linie sehen, die sich da herausgebildet hat und sowohl bei Schiiten als auch Sunniten gleichmäßig vorhanden ist. Was heute passiert manchmal ist, dass man die Sufi-Traditionen so als einen unter Anführungszeichen guten Islam positionieren will, im Gegensatz zu einem traditionellen oder konservativen Islam, der ja dann eher rückschrittlich oder einengend oder so wäre. Das ist, denke ich, überhaupt nicht im Sinne der Gesamttradition, denn das eine kommt ohne dem anderen nicht aus. Mevlana Rumi hat ein sehr schönes Beispiel dafür gebracht, dass die Nuss mit der Nuss und der Schale, jeder Mensch wird den Kern der Nuss essen wollen, und das wäre sozusagen der Sufismus, aber ohne der Schale kann der Kern nicht wachsen, der braucht die Schale, damit er ein guter Kern werden kann, den man dann auch essen kann als Nuss. Deswegen sind diese Dinge, das aufzuteilen, etwas, was eigentlich abgelehnt wird von den meisten Traditionen. Und ich denke, etwas, dass es auch in der islamischen Mehrheitscommunity mehr und mehr wieder ins Bewusstsein kommt, dass das eine das andere braucht und man da auch einander bedingt. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen etwas zum Begriff Sufismus sagen. Es gibt mehrere Erklärungsmodelle, woher denn dieser Begriff kommt. Die einen sagen, es kommt von einem einfachen Gewand, das die Gottessucher getragen haben, das aus Wolle auf Arabisch Suf gemacht wäre und dass davon das Wort Sufis kommt. Andere sagen, dass es vom arabischen Wort Saf kommt, das heißt rein sein, also Menschen, die versucht haben, möglichst rein zu sein in ihrem Wesen, also die Safis, die Sufis. Eine andere Ableitung, eine mögliche, wäre, dass es von den Sophisten, von den christlichen, von den Gnostikern kommt, dass es da Verbindungen gegeben hat, denn das christliche Mönchtum hatte einen gewissen Einfluss gehabt auf die, nämlich dieses sich zurückziehen und sein Leben ganz auf Gott auszurichten, dass es davon kommt, von den Sufisten. Und eine vierte Erklärungsmöglichkeit wäre auch, dass es zu Lebzeiten des Propheten Mohammed die Häuser so gebaut waren, dass es eine Art Vorplatz gegeben hat, wo man sitzen hat können. Und die Leute, die ihm sehr nahe sein wollten, sind dann immer vor seinem Haus auf diesem Platz gesessen und haben gewartet, bis er Zeit hat, damit sie mit ihm sprechen können. Und dieser Vorplatz heißt Sofa. Und das wären sozusagen die Leute des Sofas, die Sofis gewesen, die sich dort aufgehalten haben, um zu warten, mit dem Propheten Zeit zu verbringen. Wie auch immer, man weiß es nicht genau, woher dieser Begriff kommt. Und ich denke, das spiegelt auch ganz gut die Ambivalenz und die Vielschichtigkeit dieser großen Dimension wieder, dieser großen islamischen. Ich möchte noch auch auf das eingehen, was der Guntram vorher gesagt hat, dass muslimische Schülerinnen eine höhere Zugang zu dieser Thematik hätten als andere. Die Frage ist, warum ist das so? Ich denke, einerseits das ist jetzt gar nicht meine, das hat jemand im Gespräch vorher schon der Guntram gemeint, dadurch, dass die Regelmäßigkeit in der islamischen Religionsausübung, dieses fünfmal am Tag beten, sprich, das heißt aber insgesamt dieses Ganze sich eingebettet fühlen in der Religion, 24 Stunden, 7:24, ja, also aus islamischer Sicht ist die Religion nicht etwas, was ich an der Haustür abgeben kann und dann, wenn ich zu Hause, habe ich es wieder und in der Moschee nicht und dann vor der Tür wieder schon. Also das ist immer, ja, ich bin immer der ich bin. Ich bin immer der Muslim, ich bin immer der sich versucht, Allah hinzugeben, egal was ich tue, in welcher Lebenssituation. Also dass dieses Bewusstsein und das auch fünfmal am Tag gegenüber Allah sozusagen in einer Art Schuldigkeit oder in einer Hinwendung dann auszuleben, dass dieses ständige Bewusstsein natürlich möglicherweise ein höheres Eingangsbewusstsein für Mystik haben könnte. Das denke ich, kann gut sein. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, dass sich muslimische Kinder aus muslimischen Familien sehr stark über die Religion definieren. Möglicherweise schon auch über nationale Herkünfte, aber dass sozusagen ein Art nationalistisches Denken oder nationales Denken in islamisch geprägten Ländern ein sehr spätes Phänomen ist und man sich davor aber sehr stark über die Religion
definiert hat, was auch heute noch üblich ist. Da gibt es alle möglichen Mischformen, denke ich. Aber so auch die eigene Identitätsdefinition läuft sehr stark über die Religion, plus auch die kulturelle Prägung durch die Religion. Und auch in vielen, in einigen islamischen Kulturen hat auch diese Sufi-Traditionen haben eine ganz, ganz starke Prägung der Kultur bewirkt. Vor allem ist da wahrscheinlich die türkische am meisten zu nennen, die wiederum aber durch das Osmanische ganz großen Einfluss hat bis nach Bosnien, bis auf den Balkan und auch in die anderen Richtungen, wo die Leute sich jetzt großteils wahrscheinlich nicht als einer Sufi-Tradition zugehörig bezeichnen würden, aber doch sehr viele in der täglichen Lebenspraxis, sei es in Redewendungen, in der Art zu denken, wie man an Dinge herangeht, sehr stark von diesen Sufi-Traditionen geprägt sind, die auch sehr unterschiedlich sein können. Man darf nicht davon ausgehen, was oft getan wird, dass eine Sufi-Tradition etwas ist, was von der Welt zurückgezogen agiert, ein Raum, der abseits aller anderen agiert. Wie ich schon gesagt habe, das war auch gar nicht das Ziel. Ganz im Gegenteil, man will in der Gesellschaft sein. Und die Gesellschaft selber ist sehr vielschichtig. Und auch diese Gruppierungen und diese Richtungen sind sehr vielschichtig. Waren teilweise durchaus sehr politisch, teilweise auch weniger politisch, haben teilweise bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft gehabt. Und ich denke, das spiegelt auch wieder dieses ganzheitliche Denken in Bezug auf Religion und Leben wieder, die sich dann auch in diesen Gruppierungen widerspiegelt und ihren speziellen Gründungen und Gründern und Traditionen da zu sehen ist. Ja, das ist natürlich ein Thema, das man nicht in einer halben Stunde herunterbrechen kann und dann sagen, jetzt habe ich darüber was erzählt. Ich habe versucht, das ein oder andere da ein bisschen anzureißen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich denke, diese Sufi-Traditionen gibt es überall dort, wo es muslimische Traditionen gibt. Also es gibt, denke ich, fast kein islamisch geprägtes Land, wo es das nicht gibt, selbst in Malaysia, wo man eigentlich meistens sagt, das gibt es da nicht viel, gibt es welche, aber gleich in Indonesien, was eigentlich dieselbe Kultur ist, gibt es dann wiederum ganz viele. Und das gibt es im Iran genauso wie in Marokko und gibt es in der Türkei genauso wie in auch auf der arabischen Halbinsel, selbst in Saudi-Arabien, die das eigentlich ganz streng ablehnen, gibt es Sufi-Gruppierungen, die sogar aktiv sind, nur sind sie es halt in der Wohnung und nicht in der Öffentlichkeit. Also das ist etwas, das gibt es überall und das durchzieht einander. Man kann das nicht trennen, das eine vom anderen. Es wird vielleicht nicht immer dann so ganz wahrgenommen als existent. Ja, das ist so ein ganz kleiner Versuch, da was dazu beizutragen und eine kurze Impulse zu geben, die auf jeden Fall ganz unvollständig sein müssen, aber im Rahmen der Zeit und im Rahmen der Möglichkeiten hoffe ich, dass es ein bisschen was davon transportiert hat. Und danke für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir auch noch das ein oder andere besprechen. Ja, Galip Stanföl, Guntram Ferstl, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ich freue mich auf unser Gespräch.